Pixel Show Live, wie mal wieder aus dem Livestream. Ich fange einfach mal an. Zunächst mal noch ein Hallo an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Ich sage jetzt nicht mehr zu jedem Hallo. Ich meine lieber die Fragen, die ihr da habt. Wir fangen an mit Sablo, ja. Sablo, du hast jetzt. Ah, genau, wegen Lieblingsthema. Genau, nächstes Wochenthema eben. Singleplayer oder Multiplayer. Der Crazy Shooter, genau, der hatte die Frage. Genau, zwei externe Festplatten an der PS4 gleichzeitig? Nein, geht glaube ich nicht. Du kannst wechseln zwischen den zwei Festplatten. Die müssen aber beide für die PS4 formatiert sein. Das müsste gehen, aber zwei gleichzeitig, glaube ich, geht nicht. Du kannst eine neue interne einbauen und eine externe dranhängen. Das geht. So. Ja, ich bin mal gespannt auf das Community-Rennen nachher. Wir müssen mal gucken, dass alle Leute reinkommen. Naja. Real Germany, nein, Fortnite spiele ich nicht und das kommt heute nicht im Stream. Heute kommt kein GTA im Stream, heute kommt auch kein Fortnite, heute kommt kein... Was ist immer die Frage? Rainbow Six auch nicht? Naja. So. Abyss Watch, ob ich Slipknot mag. Ein paar Lieder mag ich von denen, aber nicht so viele. Also ein paar sind richtig gut, aber jetzt bin ich nicht der große Fan. So. Lukas, irgendwie habe ich jetzt ein Déjà-vu. Das hast du beim letzten Mal, letzte Woche auch mal erzählt, dass deine PS4 von Sony zurückkam und das Laufwerk schon wieder kaputt ist. Das hast du schon beim letzten Mal erzählt, oder? Das ist echt furchtbar eigentlich. Also das ist echt dumm, naja. A1 Performance, das Update auf die Version 5.5.0. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, kommt das in ein paar Wochen raus. Aktuell läuft noch die Beta. Also ich habe auch die Beta hier am Laufen. Ich kann kurz mal zeigen. Das ist nämlich, das sieht man nicht oben im Eck. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf überhaupt. Ich zeige es jetzt einfach mal. praktisch über mir oben rechts am PS4-Bildschirm steht 5.50 Beta 3. Also die dritte Beta läuft gerade. Aber ich kann euch sagen, da ist nicht viel Neues drin. Also eher enttäuschend wenig. Aber normalerweise war es immer so, die Beta läuft jetzt noch. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Beta-Phase. Danach dauert es ein paar Wochen, zwei, drei Wochen und dann ist sie da. Ich würde sagen im März irgendwann. Real Germany, ein Headset für 70 Euro. Leute, schreibt doch mal, was ihr für ein Headset habt, fällt in der Preisklasse. Also ich höre immer wieder, das HyperX ist ganz gut, das Astro A50, Turtle Beach ist natürlich auch noch da. Ja, der Achim, Cuphead, habe ich nie gespielt. Ich höre immer wieder was Interessantes darüber, aber ich hab mich noch nie befasst damit. Also, naja. Ragnarök, wenn ich einen neuen Controller habe, was lässt du den ganz absaufen und lädst du ihn direkt, wenn die Meldung zum ersten Mal erscheint? Ist eine Angewohnheit. Ich lasse am Anfang, wenn ich Geräte kriege, egal ob es ein Controller ist oder ein Handy, mache ich normalerweise zuerst komplett voll und mache es komplett leer, wirklich bis es ausgeht. Würde ich beim Controller auch machen, weil früher hatten ja die Akkus immer so einen Memory-Effekt. Das heißt, dass der Akku vielleicht schwächer geworden. Und deswegen mache ich das eher aus Gewohnheit. Aber die neueren Akkus sollten dahingehend eigentlich nicht empfindlich sein. Aber ja, ich mache es trotzdem. Also grundsätzlich versuche ich sowieso immer meine Akkus komplett zu leeren und erst dann wieder zu laden. Und auch wirklich komplett zu laden. So. Sablo, E3 2018. Also ich bin richtig gespannt drauf, aber ich habe absolut keine Ahnung, was da kommt. Weil eigentlich ist es ja immer Überraschung, was kommt auf der E3. Vor allen Dingen, also natürlich, neue Spiele werden kommen, ganz neue Spiele, wo man noch nie was gehört hat. Und interessant wird es, ob es irgendeine neue Hardware gibt. Weil da bin ich mir echt nicht sicher. Also ich denke, von Microsoft wird es keine neue Hardware geben, aber vielleicht macht Sony irgendwas. So eine verbesserte Pro, ich weiß es nicht. Also irgendwas, es wird keine PS5 geben, aber irgendwas vielleicht, ich weiß es nicht. Naja. VW Golf, für welchen Preis ich eine Xbox One X kaufen würde? Ich würde sagen 400 Euro wäre so meine Schmerzgrenze. Bei 500 ist zu viel. Irgendwie, naja. So, Crazy Shooter, du hast da extrem viele Spiele. Wenn du eine Terabyte intern und eine 7 Terabyte extern hast, wie viele Spiele hast du? Du hast alles installiert. Also ich lösche staunend meine Spiele immer wieder. So, ob ich 187 mag, was meinst du, den Film oder was meinst du, diesen Polizeicode? Das verstehe ich nicht ganz. Ich komme dir Fragen fast gar nicht hinterher. So. Carlo, wie viel Gran Turismo kostet? Ich
Bilde mir ein, das war jetzt zuletzt für 40 Euro erhältlich. Nee, es ist aktuell 60 Euro. Es gab es aber mal im Angebot. Bilde ich mir ein für 40. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber aktuell ist es Vollpreis, ganz normal. Ist ja inzwischen auch ein Vollpreisspiel. Also es ist wirklich ein vollwertiges Spiel, sagen wir es mal so. Abyss Watcher, nee, heute kommt nicht nur GT Sport, Kingdom Come kommt auch noch. Und Playskill, ob die Performance besser wird beim neuen Update. Ich habe nichts gemerkt dran. Also ich habe jetzt auch bloß ein bisschen gespielt und ein bisschen im System rumgeguckt, aber es hat sich jetzt nichts geändert. Also vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. So, Yannick, ah, genau, Burnout Paradise kommt ja im März raus, richtig? Ob ich das dann gleich streamen werde? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Ganz ehrlich, ich habe es zwar damals auch gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich dann nochmal Bock habe, da noch reinzukommen in das Ganze. Ich sag mal unwahrscheinlich. So, A1, was gibt es bei der PS4 Pro Anti-Aliasing? Du hast ein 4K HDR-TV. Okay, pass auf, Anti-Aliasing, das ist nicht hardwareabhängig, sondern softwareabhängig. Also sprich, das kommt aufs Spiel an. Das Spiel macht das Anti-Aliasing und nicht die Konsole. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst das Super-Sampling. Das kommt da jetzt in der neuen Beta raus, beziehungsweise in der neuen Firmware raus. Das soll ganz gut sein. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, ganz ehrlich. Aber es ist so, wenn du ein 4K hast, ist das Super-Sampling egal. Und wenn ihr jetzt euch fragt, was jetzt Super Sampling überhaupt bedeutet, ist, dass die Konsole eine höhere Auflösung generiert, aber das in einer niedrigeren Auflösung ausgibt. Was so viel Sinn macht, weil dann die Kantenbelichtung zum Beispiel besser ist. Und die Bildqualität an sich einfach besser. So, ich lese schon, ihr habt unter anderem hat geschrieben Turtle Beach, dann Easy Access Headset für 30 Euro mit 7.1 Sound, okay, ja. Ich komm fast nicht mehr hinterher. Naja. Pascal, ja, das mit PSN-Namen, das wurde schon von Sony angekündigt, dass man das ändern kann irgendwann, aber das kommt irgendwann mal. Ich habe es hier in dem neuen Update noch nicht gesehen. Vielleicht ist es da drin, aber ich glaube es nicht. Naja. So, Tim, wie gesagt, Fortnite spiele ich nicht, deshalb kann ich dazu wenig sagen. Leonard, bis ein neuer GTA-Teil vorgestellt wird, das wird dauern, das wird richtig dauern, weil aktuell ist ja alles bei Rockstar Games auf Red Dead Redemption ausgelegt. Frühestens nächstes Jahr, hätte ich gesagt. Spitzkopf Larry, Mercedes, BMW oder Audi? Ich hätte vor Jahren gesagt, ich war vor Jahren noch ein großer Audi-Fan, wobei ich würde von den drei Herstellern wahrscheinlich immer noch Audi präferieren. Wobei Mercedes kommt eben schon ein bisschen nahe. Obwohl, nee, eigentlich schon Audi noch. Aslan, was ich von der Nintendo Switch halte. Super Gerät, es gibt zu wenig Spiele allerdings. Aber die Spiele, die es gibt, die sind Hammer. Also Mario und Zelda, das sind einfach. Dafür kauft man sich das Gerät tatsächlich, ja. Crazy Shooter, eine neue PSP, wär mal lustig als neue Hardware, aber das Problem ist, die Vita gab es ja zuletzt auch noch, die wurde ja auch komplett vernachlässigt von Sony und die hat sich nicht gut verkauft. In Japan lief die gut, aber bei uns, ich glaube nicht, dass Sony noch ein neues Handheld rausbringt. Ich glaube es nicht. So, Lukas, ah, jetzt verstehe ich. Lukas, du schreibst das, dass jemand dir die, dass Sony dir aus Versehen eine kaputte geschickt hat zur Reparatur. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Naja. So. Was, warum im GT Sportmenü der Bildschirm so klein ist? Hä, das schauen wir nachher mal an. Da ist doch der Bildschirm okay. So, der Aussehen ist am Start. Sehr gut. Ich bin heute ein bisschen früh dran mit dem Ganzen. So, der Krieger. Deine PS4 Slim hängt sich manchmal auf, wenn du streamst. Du kannst nicht mal ausschalten und das Stromkabel ziehen. Okay. Normalerweise hätte ich gesagt, das liegt am Spiel, weil es buggy ist. Es könnte aber auch sein, dass du die Datenbank neu aufbauen musst. Geh in den Sicherheitsmodus und dann mach mal Datenbank neu aufbauen. Könnte auch daran liegen. Nötigenfalls installier das Spiel neu. Abyss Watcher Monster Hunter World kommt erstmal nicht im Stream, weil ich hab's nicht. Ich werde es mir, glaube ich, auch nicht kaufen, weil es. Das ist auch so ein Zeitfresser, da komme ich nicht dazu. So. Lukas, der Teddy hier hat keinen Namen.
Ich soll ihn Karl nennen. Nee, Karl finde ich nicht gut. Aber ihr könnt trotzdem noch mal später noch Namensvorschläge geben. Aber das Lustige ist an dem Teddy ist, der hat einen Rennoverall an. Ah, das ist richtig gut. Den habe ich seit ewigen Zeiten. Den muss ich echt mal zeigen. Ich muss ja fast mal, da muss ich ja fast ein Video mal von dem machen. Auf jeden Fall passt der echt gut hier rein irgendwie. So. Sebo, was, wenn du Trophäen auf geheim machst, kommt bei der PS3 und PS Vita ein Fehler? Ich nehme an, dass die PS3 und die Vita da noch nicht klarkommen, dass es geheime Trophäen gibt. Ich nehme an, da wird es ein Update geben für beide, also für PS3 und für Vita, dass das nicht mehr als Fehler angezeigt wird. So, der Andreas hat den Plantronics Rig 500, okay. Und irgendwo habe ich schon noch ein anderes gesehen. Der Mathelehrer nochmal, genau, würde sich PS4 Pro lohnen? Richtig, das haben wir vorhin schon mal gesagt. Also PS4 Pro, würde ich sagen, lohnt sich, wenn du einen 4K-Fernseher hast oder dir bald einen anschaffen willst, dann lohnt sich eine Pro. Für einen Normalfernseher eher weniger, sage ich mal. Fressi, ein neues Uncharted glaube ich nicht, dass eins kommen wird so schnell. Also es wird garantiert ein neues kommen mal, aber so schnell nicht. Dani, nein, ich fahre nicht die 4-Meisterschaft bei GT Sport. Es ist eher so eine, einfach eine, auch eine Zeit, weil ich keine Zeit habe dafür, naja. So, Gerüchte über Last of Us in Egos Ansicht? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich weiß, dass Naughty Dog hat irgendwas gesagt, dass sie ein neues Spiel machen aus der Ego-Ansicht, nicht Verfolgersicht. Aber das wird nicht Last of Us 2 sein, das wird ein anderes Spiel sein. Ah, Lukas, nochmal, ah, du meinst wegen den, dass bei dir im Menü schwarze Ränder sind. Denn ich schaue mir das nachher mal im Spiel an, aber ich habe eigentlich keine schwarzen Ränder. Sablo, Detroit und Spider-Man, ob die bis Sommer kommen? Nee, ich glaube fast eher, die kommen im Herbst. Timo, wie man PSN-Karten kommt, wenn man nicht 18 ist. Ja, letztlich, manche Läden verkaufen die Dinger einfach so und schauen nicht wegen der Altersfreigabe, was ja eigentlich nicht okay ist, aber kommt auf den Laden an, aber eigentlich, letztlich kannst du ja irgendwie einen Kumpel fragen, der volljährig ist oder deine Eltern, weil eigentlich die Karten sind ja harmlos irgendwo. Dark Player of the Crew 2 ist, ich habe es auf der Gamescom ja gespielt, das sage ich immer wieder gerne. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen gehypt. Ich glaube, das wird richtig gut. Grafisch war es noch nicht ganz so, nicht so richtig gut, aber der Wechsel zwischen Autofahren, Fliegen und Bootfahren war echt cool. So, Lukas, Pixelbär soll ich ihn nennen. Das ist eine super Idee, glaube ich. Es gibt ja schon den Pixel Fox. So, MadTV, ja gerne für das letzte. Genau, heute gab es ein Gran Turismo-Video, habe ich noch online gestellt. Ich weiß nicht, ob wie gut das ankommt, keine Ahnung. Tiaki Boy, nein, ich kann kein Instrument spielen. Ich habe es noch nie so richtig versucht, aber ich bin auch musikalisch völlig unbegabt, absolut. Ich kann das Einzige, was ich spielen kann, ist Rockband und Guitar Hero. Lennart, den neuen DLC von Assassin's Creed habe ich noch nicht gespielt. Nein, aber ich muss auf jeden Fall ausprobieren noch. Vereins Michael, der Teddy ist von Fanatec im Grunde gesponsert. Ich habe ihn von Fanatec, habe ich vor ewigen Zeiten mal bekommen, weil ich mal einen guten Draht dazu zu den Jungs hatte. Beziehungsweise habe ihn immer noch oder habe ihn wieder. Und ja, hat sich dann so ergeben. Es war echt nice. Irgendwie. Nette, sehr, sehr, sehr nette Aktion. Mario, wie viel Terabyte in eine PS4 reinpasst? Also, es gibt Festplatten mit 2,5 Zoll Größe mit 4 Terabyte. Ich bin mir, und ich glaube, manche Leute haben das doch schon eingebaut. Also du bist auf jeden Fall safe mit 2 Terabyte. Ich bin mir nicht sicher, ob alle 4 Terabyte Festplatten kompatibel sind. Das weiß ich nicht. Abyss Watcher, mein Lieblingsspiel für PS4. Aktuell würde ich sagen, tatsächlich Kingdom Come. Das kommt da später noch. So, A1 Performance. So, du hast einen Sony 4K HDR-Fernseher. Menüpunkt Klarheit und Glätte. Und Motion Flow. Okay, also folgendes. Ich würde die ganzen Klarheit und Glätte kenne ich nicht. Ich habe diese zusätzlichen Fernseheffekte, also am Fernseher habe ich alle abgeschaltet. Vor allen Dingen Motion Flow, weil Motion Flow macht ja eigentlich so einen Versuch, die Bildrate zu glätten, was ja gut ist, aber allerdings hast du dann teilweise so komische Hakler in der Bildrate drin. Also so, es läuft glatt und dann macht es wieder und es läuft wieder glatt. Und das kannst du eigentlich vor allen Dingen bei Shootern nicht brauchen.
Ich schalte da standardmäßig alles ab. Außerdem betreibe ich sowieso den Fernseher nur im Spielmodus oder PC-Modus, weiß nicht, wie der heißt, damit der Lag ziemlich wenig ist. Selber, ja, genau, den Discovery Tour. Die erwähne ich morgen in der anderen Pixel-Show auch nochmal bei Assassin's Creed. Super Idee von Ubisoft übrigens. Nathan, Dragon Ball Xenoverse 2 habe ich nie gespielt. Dragon Ball Fighter Z habe ich mal gespielt. Das ist Hammer. Playskill, wo ich beruflich tätig bin. Bei mir selbst. Ich bin selbstständig, aber im Games-Bereich. Ebbe, was Dirt 4 wert ist? Wie meinst du, willst du es verkaufen, gebraucht oder willst du es kaufen? Also Dirt 4 müsste schon ein bisschen günstiger sein. Also es ist kein Vollpreis mehr, glaube ich. Müsste ich aber nachgucken. Lukas, Fahrzeugauswahl bei GT Sport ist zu klein, weil Gran Turismo war eigentlich immer ein Spiel, was einen riesigen Fuhrpark hatte und bei GT Sport ist es noch zu wenig. Aber viel schlimmer ist, es gibt zu wenig Strecken aktuell, immer noch. So. Genau, Sebo sagt schon, ja, ein Aventador muss rein, Königsegg muss unbedingt rein, der P1 McLaren, ja, der wäre auch okay, aber stimmt, Königsegg, Sonder fehlt auch komplett, verstehe ich auch nicht warum. Timo, wenn man streamt, hören Zuschauer auch den Ingame-Sound. Ja, wenn ihr über die PS4 streamt, hören Zuschauer immer den Ingame-Sound. Immer. Und ihr müsst natürlich aktivieren, dass ihr, wenn ihr über Mikrofon streamt, dass euer Mikrofon-Audio auch übertragen wird und dann wird beides übertragen. Dark Player, oh, wie die Sounds in Crew 2 sind, ich weiß es echt nicht. Und nicht mehr. Ich habe es nicht gemerkt, die Sounds waren okay. So, Außen Gaming, okay, wenn Laptop die Festplatte abraucht, ist schwer. Du kannst nur höchstens schauen, dass du es selber austauscht, die Festplatte, aber ja, reparieren, ne, Festplatte reparieren ist fast unmöglich. Wenn, dann tauscht man die aus. Phytopee, das beste und preiswerteste Lenkrad für PS4 ist das T150 von Thrustmasters. Das ist das billigste Lenkrad, das ich noch empfehlen kann. Alles drunter. Ark spiele ich nicht, kenne ich, aber spiele ich nicht und mag ich nicht irgendwie. Naja. Tiaki Boy, Drive Club habe ich gespielt längere Zeit. Fand ich gut irgendwann, aber irgendwann mochte ich es doch wieder nicht, weil es ein bisschen unfair war und weil dauernd irgendwie das Wetter gewechselt hat. Was super aussieht, das Wetter, aber bei jedem Rennen habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt immer fängt bei Sonnenschein an und hört auf bei Regensturm. Was super toll auch von der Optik ist, aber zum Fahren ist es katastrophal immer. Abyss Watcher, Resident Evil 7 war sehr gut. Ich habe es dummerweise nie durchgespielt und es hat auch keinen Grund, warum ich es nicht durchgespielt habe. Naja. Schau, Michael. Was, wo ich die Couch her habe im Hintergrund? Die Couch, auf der ich sitze, die ist tatsächlich vom Poco, glaube ich. Das ist irgend so eine Billig-Couch vom Poco. Also dieses Billig-Möbelhaus. Und das war so eine der billigsten, die da waren, glaube ich. Weil ich wollte einfach nur eine Couch haben. Einfach nur die Couch, wo ich, was ich meine Füße hochlegen kann oder einfach die ich vor den Fernseher stellen kann. Wichtig ist nämlich der Fernseher. So, Playskill, nee, es gibt noch keine Infos zu dem neuen Update von Gran Turismo, weil ist noch gar nicht klar, wann das kommt, überhaupt ein neues Update. Kann sein, dass jetzt im Februar noch eins kommt, aber eher vielleicht im März, ich weiß nicht, naja. Timo, was ist eine Top 20 oder 30 Spiele der PlayStation-Geschichte? Das ist eine gute Idee. Die besten PlayStation-Spiele überhaupt. Naja. P2P. App-Updates, wenn du weißt, sind immer gratis bei Spielen. Egal welches Spiel. Nur DLCs, die kosten Geld. Debe, ja, Fanatec CSL Elite ist kompatibel mit Gran Turismo Sport. War am Anfang nicht, aber jetzt schon. Man muss notfalls ein Update, ein Treiber-Update aufs Lenkrad laden. Das kann man nur am PC machen. Und dann muss man das Fanatec in den Kompatibilitätsmodus setzen. Also gibt es so einen Moduswahlschalter am Lenkrad und dann läuft das. Dann wird es, glaube ich, erkannt als T300. So. Mario, City Skylines ist für PC besser als für PS4, weil auf PC gibt es sehr viele Mods und die hast du auf der PS4. Du hast auf PS4 keinerlei Mods, leider. Ich finde es trotzdem chilliger, City Skylines auf PS4 zu spielen, weil ich dann hier mich schön aufs Sofa flezen kann und mit Controller spielen kann, weil die Controllersteuerung ist eigentlich ganz gut.
Außer dem Vorteil PC, Cities Skylines ist garantiert günstiger auf dem PC. Ja, Lukas, der GT Sport lohnt sich nur mit PS Plus zusammen. Das stimmt. Nur offline ist ein bisschen zu wenig, ja. A1, ich hab einen normalen LED-TV von Sony, den KD 55 8005 oder so. Oder XD? Nee, ich glaube KD ist es. Leonard, der Q2, hat es schon einen Termin? Ich weiß gar nicht, hat es einen Termin? Wann das rauskommt, ich weiß gar nicht. Naja. Tiaki Boy, nee, Uno habe ich die Demo nicht gespielt, ja. So, Gamer's Check ist auch am Start. So, ich glaube, ich werde langsam Fortnite als Wort verbannen hier im Chat. Nein, ich habe keinen Bock, Leute, auf Fortnite, ganz einfach. So, Lukas, welches Spiel ist momentan meine Nummer 1? Tatsächlich Kingdom Come Deliverance. Obwohl es so verbuggt ist und obwohl es so viel Fehler hat und nervt irgendwo, aber ich lege es fast jeden Tag ein oder sobald ich Zeit habe, unbedingt lege ich es ein und denke mir, ja, okay, ich muss jetzt das und das machen. Irgendwie reizt es mich. Aktuell, und ich spiele jetzt auch wieder tatsächlich Project Cars 2. Habe ich auch schon lange nicht mehr drin gehabt. So, was halte ich von der GeForce GT 1030? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die 1030 hat auch eine schlechtere Performance als die 79. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schau dir mal so irgendwelche Benchmark-Tests an von der GameStar oder so. Da ist was. Ich kann nicht sagen. Also, ich habe eine 1060, das ist okay. Und da läuft das meiste mit hohen oder Ultra-Details. Okay, Seblos, schreibt es noch gerne unter. Crew 2 hat scheinbar noch kein Release-Datum. Ja, es gab mal, glaube ich, es war doch mal angedacht für Frühjahr oder für Februar sogar oder so. Und irgendwann haben sie es dann aber verschoben. Fetope, ein Lenkrad wird an der PS4 immer als Controller zunächst erkannt. Es kommt davon, was für ein Lenkrad. Schreibt mal, was für ein Lenkrad das ist. Weil ein Lenkrad ist ein Controller im Grunde, aber das Spiel muss es erkennen. Das ist das Wichtige. Also manche Spiele beispielsweise Need for Speed, die haben keine Lenkradunterstützung drin. Also da bringt ein Lenkrad nichts. So, nein, GTA 5 und FIFA 18 spiele auch nicht, beziehungsweise nicht mehr. Ob es ein Let's Play von Gravel geben wird, ich glaube es nicht, weil es ist ganz ehrlich, es ist ein Milestone-Spiel und Milestone-Spiele, die machen so, ich sag mal, Massenware, die machen, ich habe das Gefühl, so alle 3 Monate kommt ein neues Milestone-Rennspiel raus. Und die sind ja nicht schlecht, aber die sind auch nicht richtig gut irgendwo, naja. Tom, oh, okay, ich verstehe dein Problem, du hast Cities Skylines für 40 gekauft, jetzt ist es auf 20 runter. Nein, die Angebote sieht man vorher nicht. Das ist das Bittere. Genauso, ich weiß, das ist super ärgerlich. Genauso weiß man nicht, was für PS Plus Gratis-Spiele kommen werden im nächsten Monat. Man kauft vielleicht eins und im nächsten Monat ist es ein Gratis-Spiel und das ist einfach Pech. Also, es ist echt bitter, aber ist mir auch schon passiert. Man kann ja nichts machen, also. Sendo, nein, Kingdom Come wird nicht Spiel des Jahres. Nee, das wird garantiert nicht. Also, es ist aktuell mein Spiel, das ich am meisten spiele, das mich komplett in den Bann zieht. Aber ja, ich hoffe nach wie vor, dass es Red Dead wird. Hoffentlich. Naja. So, Kolossmann, ob man seinen PSN-Account verkaufen kann und wenn ja, wo? Was macht das für einen Sinn? Okay, gut, aber ich weiß, also ich glaube, rein rechtlich darfst du das nicht, glaube ich. Das steht bestimmt irgendwo in den AGBs bei Sony. Aber es gibt, ich weiß, auf eBay gibt es PSN-Accounts, die man kaufen kann, wo quasi zum Beispiel ein GTA-Spielstand dabei ist und der das alles freigespielt. Geht schon. Kann man machen, glaube ich. Kann man, glaube ich, auf eBay anbieten, aber ich würde es nicht machen. Runi, cool, dass du es erwähnst, ob ich Sportevents wie Olympische Spiele gucke. Das war total lustig, weil heute Nachmittag schalte ich den Fernseher an. Was kommt? Eishockey. Und das war ein gigantisches Spiel. Das war Deutschland gegen Kanada und Deutschland hat gewonnen, was ein absolutes Wunder ist. Ich habe eingeschaltet, da war es, glaube ich, 3 zu 1 und am Schluss stand es 4 zu 3. Das war echt eine enge Kiste und es war echt gut. Naja. So, Abyss Watcher, Sword Art Online kenne ich namentlich, aber ich spiele es nicht. Jan, ich weiß auch nicht, ob ich eine Lobby. Vielleicht mache ich da mal eine Lobby mit Project Cars 2, das kann sein, aber aktuell spiele ich bloß ein bisschen Karriere, weil ich muss wieder in die Fahrphysik wieder reinkommen, weil die Fahrphysik ist ja ein gutes Stück anders als bei Gran Turismo. So.
So. Vito B. Ah, ein T80 in GT Sport. Eigentlich sollte ein T80 gehen. Ich bilde mir ein, ich habe ein T80 auch im Menü von Gran Turismo schon gesehen. Das müsste schon gehen. Und das geht ganz normal. Also außerhalb vom Spiel und in den Spielmenüs geht es als normale Controller. Aber im Spiel sollte es dann ganz normal als Lenkrad auch gehen. So. Abisan, ja, hatte ich gerade das Thema Burnout Paradise. Ich weiß nicht, ob ich es hole. Keine Ahnung. Naja, stimmt. Und das Logitech G25 geht nicht an der PS4. Leider, leider. Und das G27 geht auch nicht. Ja, Lennart, das ist normal. Die PS Plus Spiele werden ungefähr eine Woche vorher angekündigt. Beziehungsweise, ich glaube, an dem Mittwoch werden die angekündigt, was am nächsten Dienstag rauskommt. Ich glaube, so ist das Timing, wenn ich mich nicht täusche. Also sprich, am ersten Dienstag des Monats kommen die PS Plus Spiele raus und am Mittwoch davor wird es, glaube ich, bekannt gegeben, was kommen wird. Und dann hat man quasi noch diese Woche Zeit, um sich noch schnell das letzte Zeug zu holen. Sebo, ja, Red Dead Redemption wurde mehrmals verschoben. Ich glaube es aber auch, ich weiß ja, das ist nur ein Gerücht. Ich glaube aber schon wegen Multiplayer. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das müssen sie einbauen. Weil GTA Online ist ja die absolute Cash-Cow bei denen. Also, das bringt ja Geld ohne Ende. So, Jean-Michel, ja, iPhone 6S habe ich auch. Da habe ich dasselbe hier. So, Abyss Watcher, den Anime zu Sword Art Online kenne ich nicht, nein. Also ich kenne es nur namentlich und ich weiß, na wo, ich weiß nicht mehr, worum es geht so wirklich, aber ja, man kennt es als Namen einfach. Ja, ich bin auch gespannt, was als nächstes für PS Plus Spiele kommen, A1. Killzone, das wäre mal absolut überfällig, ja. Naja. So. Ah, Gamers Check schreibt, doch am Dienstag, der letzte Dienstag im Monat, was logisch ist, okay. Ich dachte am Mittwoch, okay, ja. Okay, dann ist der Dienstag. Sag mal, du willst ein PS4-Spiel sharen, schau dir das Sharing-Video hier auf meinem Kanal an. Oder es ist so grundsätzlich, kurz gesagt, dein Kumpel braucht auch deinen Account auf seiner PS4 und auf seiner PS4 muss dein Account als Primär eingestellt sein und dann kannst du es sharen. Ja, Runi, ich bin echt gespannt, wie es mit Eishockey jetzt ausgeht. Ich muss doch anschauen. Wobei, ich habe jetzt gehört, das Finale am Sonntag, das kommt ja um 5 Uhr in der Früh. Das ist ja absoluter... ich glaube, da werde ich nicht extra aufstehen dafür. Nicht mal mein Hund scheucht mich so früh raus. Sablo, Inside PlayStation schaue ich gelegentlich. Nicht regelmäßig, aber gelegentlich. Weil irgendwie sind es nette Kerle. Vor allen Dingen Wolf ist ein netter Kerl. Das schaue ich schon mal. Immer wieder mal. Und die Anne, oder heißt sie Anne? Ich glaube, sie heißt Anne, ja. Und überhaupt, ja, sind nette Leute. Daniel, ich werde auf jeden Fall Red Dead Redemption spielen, wenn es kommt. Oh, auf jeden Fall. Sablo, ja, 2019 wird garantiert anderes Zeug kommen und mehr Zeug kommen, natürlich. Also, wahrscheinlich wird auch jetzt erst auf der E3 irgendwann angekündigt, was wirklich 2019 kommt. Also, ja. Und ich werde es dann auch streamen, Red Dead. Ja, ziemlich sicher, sage ich mal. Ja, nachher mache ich eine Lobby auf in GT Sport. Schauen wir mal. Nicht mehr lange. Wenn euch die Frage ist, so langsam ausgehen, mache ich dann hier langsam die Pixel schon dicht und dann zischen wir rüber in GT Sport. Episode schon, mein Lieblings-Energy-Drink ist nach wie vor der gelbe Monster-Drink, Valentino Rossi-Drink. Selber, ja, Red Dead kommt auf jeden Fall, das kommt auf Disc, also im Laden genauso wie als Download und zwar gleichzeitig, das ist klar. Ich spiele heute noch Gran Turismo Sport, das habe ich ja schon gesagt, und Kingdom Come Deliverance. Okay, es kommt der was? Ah, es kommt der NSX im Gran Turismo Sport. Ah, okay. Ich dachte, das war nur ein Gerücht. Kommt jetzt doch. Dark Flair, nee, langsam im Chat brauche ich nicht, weil... Also noch nicht. Noch geht's von den Kommentaren, ja.
Ja, stimmt, Anne und Wolf, ja, genau. Anne, ich war die auf Giga. Ja, Wolf war doch vorher bei. Wo war denn der? Der war doch bei. Bei irgendeinem anderen Magazin. So, Crazy Shooter. Oh je, eine Minecraft-Frage. Leute, das gebe ich an euch weiter. Schaut euch mal wieder die Frage von Crazy Shooter an, was ihr Minecraft spielt. Weil Minecraft kann ich gar nichts sagen. Es gab immer wieder mal Fragen zu Minecraft, zwischendurch in der Pixelshow, und dazu kann ich echt gar nichts sagen. Naja. Schau, Michael, was, du hast eine PS4 Slim gekauft, ja? Ist doch gut. Achso, nee, du. Also, nee, die. Du, nee, die normale PS4, wie wir sie nennen, brauchst du nicht mehr kaufen. Das ist das ältere Modell. Also die Slim ersetzt ja die normale PS4. Und dann gibt es ja noch die Pro. Also aktuell gibt es nur die Slim und die Pro im Grunde. Daniel, meine Bestzeit in GT3 für Nordschleife, müsst ihr nachgucken. Irgendwas mit 8 Minuten? Also schon mehr, also obendrauf, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, ah, der Michi schaut auch nochmal, genau mit Ankündigung. Also es ist wieder Mittwoch, also mit dem PS Plus spielen. Du schreibst wieder Mittwoch. Na egal. Elvis Watcher, was weiß ich, was weißt du über die russische Revolution? Was sind das für Fragen? Also spontan weiß ich, die war im Oktober. Und zwar deswegen weiß ich das, weil danach natürlich das fiktive U-Boot, die Rote Oktober, benannt wurde. Ja, Runi sagt es auch, stimmt. Man kann im Laden Glück haben, dann kriegt man das Spielfeld zur Vorrelease. Beim Download niemals. Beim Download kriegt man es, oder dann kann man es zwar oft schon vorher runterladen, aber starten kann man es erst am Starttag. Manchmal, manche Händler verkaufen das Spiel schon vorher, vor dem ersten Starttag. Aber ja, eigentlich dürfen sie es nicht, aber manchmal tun sie es trotzdem. Red 9, welches Let's Play soll weitergehen? Ich weiß nicht. So, Daniel, ach, du meinst nur die Nordschleife, also nicht, meinst du ohne, also nicht die 24-Stunden-Variante. Da weiß ich jetzt meine Zeit nicht. Das weiß ich nicht. So, Crazy Shooter. Also, wenn, weil man will, was schreibst, wenn ein Freund was in den Online-Speicher hochlädt und du das auf deiner PlayStation mit seinem Profil zugreifen kannst, kann ich das runterladen. Ja. Dafür ist er da. Also, es ist so. Ja, doch, das müsste gehen. Allerdings nur, wenn du mit seinem Account eingeloggt bist, also mit demselben Account. Nur der Account darf quasi das Zeug wieder hoch und runter laden. Das ist ja quasi, bei mir habe ich das ja auch. Ich habe auch zwei PS4-Geräte hier. Und wenn ich ein Spiel spiele, mal auf der einen, mal auf der anderen Kiste, dann lade ich zwischendurch den Spielstand hoch in Online-Speicher und leere den auf der anderen Kiste wieder runter und dann geht's. iCryMax, oder ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Ob PS4 Slim oder die normale besser ist. Eigentlich ist die Slim besser, weil die Slim ist eine überarbeitete Hardware, leicht überarbeitet und hat effektiveren Energieverbrauch. So. Roblox habe ich noch nie gespielt, Dark Player. Französische Revolution. Leute, was habt ihr heute für Fragen? Französische Revolution. Die war irgendwann 1700 irgendwas. So. Und damals war die Guillotine sehr beliebt. So, Fußballfan bin ich aktuell, also Fußballverein-Fan bin ich aktuell bei keinem so richtig. Ah, Red, nein, du meinst das Let's Play zu Railway Empire. Ich glaube, da mache ich nicht weiter. Ich werde das vielleicht im Livestream nochmal machen, aber ich hab's auch jetzt auch aktuell nicht mehr weitergespielt, weil irgendwie jetzt bin ich gerade wieder auf City Skylines gekommen. Aber ich werde auf jeden Fall Railway nochmal spielen. Sablo, nein, den Aston Martin 177 habe ich nicht. Der ist doch brutal teuer, oder? So. Lukas, ja,
Das ist ein Problem. Speicherplatz bei der PS4 ist immer ein Problem. 15 GB, da kannst du fast nichts mehr installieren mehr. Ja, Gamertag, stimmt. Schreibt's noch. Die normale PS4 ist lauter und hat keine Drucksetasten. Ja, stimmt, ja. So. Ja, wie gesagt, es kommt jetzt dann Gran Turismo gleich. Game Theorio, nein, mit einer PS Plus Karte kann man nichts bezahlen. Es geht nur umgekehrt. Mit einem PSN Guthabenkarte kann man auch PS Plus kaufen. Weimarer Republik, also jetzt wird's echt absurd, Leute. Nee, nee, nee. Also, jetzt beenden wir an dieser Stelle mal die Pixel Show Live und dann schauen wir mal, was wir jetzt dann als nächstes machen.